Ich grüße euch. Und zwar wisst ihr ja bald, dass das neue Fleisch eure Tür kommt. Ich möchte einfach Vorschläge haben. Am besten sehr viele Vorschläge unter dieses Video bringen, dass ich da auf jeden Fall mal ein paar Sachen habe, was sich lohnt, was sich nicht lohnt und natürlich am besten also in Deutschland natürlich, aber außerhalb von NRW wäre am besten. Ja, deswegen. Und weitere Strecken, sowas wie, wenn ich, weil wo ich nach Bayern fahre oder nach Thüringen, denke ich mal, werde ich mit dem Fernverkehr machen. Oder Baden-Württemberg, wenn ich tiefer in Baden-Württemberg muss, werde ich mit Fernverkehr fahren. Und ja, deswegen, da kann ich dann mal gucken. Das ist dann noch nicht so teuer. Wenn ich das ein bisschen früher buche, ist das ein Planer. Alles, dann ist es auch einfacher. Ja, also Mai werde ich wahrscheinlich noch nicht nutzen, so richtig. Da werde ich eher noch NRW nutzen. Vielleicht auch mal unplanmäßig was. Aber ich denke mal, ab Juni wird es auf jeden Fall was geben. Und wenn ich dann ein neues Stativ habe, mal umso bald. Ich muss auch so viele Sachen kaufen. Ich muss ein Stativ haben, ich brauche den PC, ich brauche die Kamera, die Digitalkamera halt. Ich brauche eine höhere, größere SSD. Ich brauche von der SSD dieses komische große Ding. Diese größere SSD, wo man die kleine SSD reinstecken kann. Ich habe nämlich keine mehr. Ich brauche nämlich eine mehr. Also eine SSD, meine SD-Karte natürlich mit mehr Speicher. Deswegen. Ja, da bräuchte man vielleicht mal so ein Terabyte oder so. Oder ja, 500 Gigabyte reichen schon. Oder 200 Gigabyte werden schon reichen. Ich habe ja noch zwei, drei Stück hier rumfliegen. Eine habe ich am Handy, eine habe ich auch noch hier rumliegen. Und die andere ist halt eine 2 Gigabyte oder so. Da kam ich aber so nicht drauf. Ja, sagen wir mal, ich habe zwei, so. Und die zwei sind halt schon fast 100 Gigabyte, so in den Dreh. Und ja. Und ja, deswegen. Aber auf der einen habe ich halt mein ganzes System. Also fast, also nicht ganz, aber ich habe das wichtigen Daten vom PC habe ich halt darauf, falls der PC jetzige oder die jetzige SSD nicht mehr möchte. Ich hoffe natürlich, dass ich die direkt mitnehmen kann in den neuen PC. Dann werde ich die einfach wegmachen, dann werde ich die größer, eine größere SSD nehmen und gut ist. Ja. Wo ich würde die halt sein lassen, keine Ahnung. Ich muss gucken. Je nachdem, wie es im Sommer oder so wird, ich habe vor, vielleicht einen Face Review zu machen. Ein paar Leute wissen ja so noch vor ein paar Jahren, wie ich aussehe. Aber das muss ich mal gucken im Sommer oder so, wie das dann so wird. Ob ich dafür dann auch Zeit finde. Mal draußen, irgendwo im Stativ. Es wird nicht leicht sein, aber ich möchte es eigentlich. Es ist dann auch einfacher für mich. Und deswegen, das ist dann. Ich wollte eigentlich erst bei nach 1000 Abonnenten machen. Einfach so als Special. Aber. Es gibt kleinere Streamer, die kurz zeigen sich von Tag 1 aus. Oder kleinere Content Creator und die zeigen sich von klein an und man merkt halt deren Art eher. Ja, und übrigens, ich muss, apropos Art, ich muss auch noch ein neues Mikro oder auch Headset kaufen, damit die Stimme nicht ganz so komisch klingt. Also. Wenn man mich, glaube ich, in echt sieht, also echt persönlich vor Ort dann sehen oder hört, klingt auch wahrscheinlich wieder besser als über das Mikro. Ich habe ja nicht so ein gutes, da muss ich auch mal ein bisschen Geld investieren irgendwo. Das ist alles Geld. Und Geld wächst nun mal nicht an Bäumen oder aus dem Boden. Deswegen, erstmal hat der PC und die Kamera, denke ich mal, und das Stativ. Obwohl Stativ kostet auch nicht so viel was. Kann ich vielleicht noch nebenbei noch mitkaufen. Das ist ein stabiles Stativ auf jeden Fall.
Und ja, das kann ich dann auch mitkaufen und dann habe ich das alles, aber Stativ ist auch gut für die Kamera. Deswegen, ich hatte mal ein gutes Stativ, ein gutes. Das konnte ich für die Kamera und auch für Handy nutzen. Ich weiß nicht, wo ich das hingetan habe. Ich habe ein richtig gutes gehabt. Ich habe es irgendwo verlegt oder so. Also ich hatte es einfach vergessen oder so. Einfach. Das war richtig scheiße. Und mein anderes, was ich ja gekauft habe, hatte, das war 20 Euro, das ist einfach kaputt gegangen. Deswegen, es hat einfach irgendwie ein Bein abgebrochen. Dann denke ich mir so, ja, ist auch super. Das war das, ich glaube, bei einem Meet-Stream, wo ich dann das gemacht habe, wo ich das abends mal spontan gemacht habe, da war das dann einfach, ist das, glaube ich, einfach kaputt gegangen. Und ja, deswegen, ja, da wisst ihr mal so meine Pläne, was ich so machen möchte dieses Jahr. Auch noch so, kommt zwar ein bisschen spät, weil man es eigentlich erst ab, wenn man es auf Januar schon plant, aber ja, deswegen, da muss man mal schauen. Also, ich vergesse es, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich will es machen, ich hoffe, es vergesse, ich vergesse es einfach nicht. Deswegen, Gott, da muss ich ja vor den Bart rasieren. Oder die Haare rasieren. Was heißt Haare rasieren? Die Kopf rasieren vielleicht. Also Frisur. Mit vernünftiger Aussehe. Möchte ja nicht einen schlechten Eindruck machen, ne? Das ist, ja. Da kickt dann wieder der Lampenfieber oder so, das heißt das ja, glaube ich, rein. Ich habe jetzt nicht so eine Reichweite, dass es schlimm wäre, so, dass das so viele sehen, aber es ist halt schon sehr für mich komisch dann. Sich nach, ich glaube, das sind 3 Jahre oder so, wo ich bei einem zu sehen war im Senfvlog. Und das ist einfach schon 3 Jahre her. Ich glaube, dieses Jahr wären es 4. Und da muss man sich bedenken, ich war damals dann noch 20. Und ich sah dort einfach scheiße aus. Bart komisch, Haare einfach lang bis zum. Ich sah also einfach aus wie ein Affe. Also wortwörtlich einfach aus wie so ein Affe. Und das sah einfach aus wie ein Penner. Deswegen. Ich bin auch nicht zufrieden. Ich war eigentlich überlegen, mit ihm zu reden, dass er vielleicht das Bild, dass er mich zensiert, irgendwie so. Ein Thumbnail, bei mir ist es egal. Deswegen. Es ist nur ein Thumbnail. Und das ist dann egal. Deswegen. Man sieht es auch kurz, dass das Thumbnail sieht man natürlich auch kurz in natürlich im Video. Das ist nicht lange. Aber mir ist es egal. Ja. Hab ich tatsächlich auch noch in der Kanalinfo natürlich. Das Kanalinfo in der Beschreibung natürlich verlinkt. Aber sowas mache ich auch nicht. Da tue ich auch niemanden entfernen, nur weil man ihn gestresst hat oder nicht. Deswegen. Wir sind gut, denke ich mal, gut voneinander, gut. Wir sind dann, haben uns, glaube ich, denke mal, nochmal ausgesprochen, irgendwie danach. So guten, auf jeden Fall auseinandergegangen noch, gut ist. Ich bin auch tatsächlich durch ihn ein bisschen gewachsen. Ich hab durch ihn schnell meine 100 Abonnenten bekommen. Ich habe dann noch 200 und dann da war es auch dann mit ihm. Danach irgendwann, ich finde es schade. Ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden. Aber so ist das nochmal, es muss weitergehen. Ja, ich gehe da auch nicht mehr drauf weiter ein, so ein bisschen. Ein paar Leute, die mich auch ein bisschen bei WhatsApp und so kennen, wissen es. Es gibt, glaube ich, nicht mehr viele, die mich wirklich oder auch über WhatsApp auch noch kennen. Ich habe nie meine WhatsApp-Nummer gegeben. Ich war nur in Bahn, ich war nur in Gruppen, WhatsApp-Gruppen und das hat sich dann immer ergeben. Ich dachte, ja, okay, wenn mich nicht zu sehr belästigt, dann ist das okay. Aber jetzt gibt es, ja, habe ich auch Discord. Und da kam ich über Discord, wenn man das findet. Kann man mich darauf finden? Und das mit dem Channel, das muss ich noch gucken. Ich habe einen Discord-Channel, aber den kann man, glaube ich, auch finden, aber ich mache den noch nicht so öffentlich, so, also dass ich das einfach sage, ich schicke einen Link in die Beschreibung, weil ich da Ruhe brauche, um den fertig zu bekommen. Deswegen, da muss ich gucken. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich nur so mal so das erwähnen. Jetzt auch so 10 Minuten.
Und ja, dann würde ich mal sagen, falls ihr irgendwas habt, dann schreibt es in die Kommentare. Irgendwelche Anregungen, Kritik, positive Kritik, schlechte Kritik und negative Kritik ist willkommen. Ne, nur nicht beleidigend werden, das mag YouTube nicht so gerne. Da kann es vorkommen, dass ihr nicht angezeigt wird. Ich mache nichts. Es kann auch manchmal Tage dauern, bis ich dann vielleicht mal zurückantworte. Weil ich dann das erst dann sehe, manchmal, keine Ahnung. YouTube ist manchmal ein bisschen komisch als Creator. Und auch umgekehrt für die Zuschauer auch. Ja, und würde mal sagen, bis denne und ciao. Opa.